Ja, herzlich willkommen zu einer kurzen Sondervorlesung über das Entmischen von Gasen. Das gehört eigentlich in den Bereich der Thermodynamik, ist aber in letzter Zeit wieder sehr aktuell geworden. Es gibt nämlich eine Anwendung, und zwar das Entfernen von CO2 aus der Atmosphäre. Anwendung. Entfernung. Von CO2 aus der Atmosphäre. Ja, warum sollte man das tun? CO2, weiß man seit langem, ist für den sogenannten Treibhauseffekt verantwortlich, der dazu führt, dass sich das Klima in den letzten 20, 30 Jahren spürbar erwärmt hat. In Deutschland sind wir jetzt, glaube ich, schon bei 2 Grad gegenüber den 1970er Jahren. Und es ist klar, wenn das so weitergeht, dann wird das ganz schnelle Veränderungen in der Umwelt haben, mit Auswirkungen auf die Landwirtschaft, auf die Wasserversorgung und so weiter, sodass es dringend notwendig ist, diese Temperaturerhöhung zu stoppen. Und es gibt Elon Musk, der hat vor einigen Wochen einen Preis ausgesetzt auf eine gute Methode, um CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen. Das finden Sie im Internet unter dem sogenannten X-Prize. Und da geht es um Carbon Removal, also genau das, was ich gerade gesagt habe. Carbon wird hier nicht nur für Kohlenstoff gemeint, sondern eben für das CO2, was es in der Luft gibt. Gut, und ich habe mir in den letzten Wochen ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wie sowas funktionieren könnte und wie viel Energie das insbesondere brauchen würde. Und das wollen wir jetzt abschätzen, denn das ist eine ganz wichtige Größe aus der Thermodynamik, die uns das bringen wird. Also wie groß ist die Energie zum Entmischen zweier Gase? Notwendige Energie zum Entmischen zweier Gase. Ja, stellen wir uns zunächst mal so ein Gasgemisch vor. Das werden wir jetzt hier erstmal in so einen grauen Behälter sperren. Das eine Gas, dessen Moleküle stelle ich hier durch ein paar schwarze Punkte dar. Und das zweite Gas, das mache ich jetzt so kleine rote Kringel. So, jetzt müssen wir uns einiges aufschreiben über das Gas. Zunächst mal hat das natürlich hier ein Gesamtvolumen. Volumen V0. Das Ganze wird bei einem Druck vorhanden sein, Druck P, eine Temperatur T und wir haben natürlich eine gewisse Stoffmenge, also wie viele Gasmoleküle sind da drin, und auch das bezeichne ich jetzt hier mit Ν0, griechischer Buchstabe Ν0. Gut. Wir unterscheiden jetzt hier zwischen zwei Molekülarten. Zum einen die kleinen, die nenne ich mal A, und die ich als Kringel gezeichnet habe, die bezeichne ich als Molekülsorte B. Gut, der Anteil von A, den geben wir an in einer dimensionslosen Zahl. Also wenn das 0,3 wäre, wären eben 30% A-Moleküle vorhanden. Den nenne ich X mal Ν0, und der Anteil von B, wenn wir nur zwei Gase haben, ist das dann sofort 1 minus X mal Ν0. Gut, und das Ziel, was wir haben, ist, dass wir diese beiden Gase trennen, und zwar so, dass die Temperatur gleich bleibt und das Gesamtvolumen gleich bleibt und der Druck gleich bleibt. Also Ziel ist die Trennung der Gase.
So, und der Behälter, der soll gleich groß bleiben. Sieht also, wenn ich das richtig zeichne, so aus. So, aber jetzt wollen wir quasi eine Wand dazwischen machen können, so dass die beiden Gase getrennt sind. Wir haben etwas weniger B-Moleküle, also wird das ungefähr hier sein. Und wir haben dann alle Bs auf der einen Seite und alle As auf der anderen Seite. So, und letztlich ist das das, was man bei Carbon Removal schaffen muss. Man muss vielleicht keine vollständige Trennung schaffen, aber man möchte doch einen erheblichen Anteil an CO2 loswerden. Also das hier wäre dann sozusagen der CO2-Behälter. Und die Frage ist, was kostet das an Energie? Gut, und um diese Energie auszurechnen, da müssen wir uns jetzt einen Ersatzprozess überlegen, also eine Methode, mit der das funktioniert. Wir brauchen also einen Entmischungsprozess. So, dieser Prozess, das muss jetzt nicht unbedingt was sein, was man wirklich technologisch realisieren kann, aber es muss etwas sein, was man im Prinzip realisieren könnte. Und um jetzt eine Mindestenergie abzuschätzen, muss dieser Prozess auch reversibel sein. Das heißt, man muss auch die Energie wieder zurückgewinnen können. Immer wenn man etwas reversibel macht, dann weiß man, dass das sozusagen unter thermodynamischen Gesichtspunkten ideal abgelaufen ist. Also dieser Entmischungsprozess, der soll im Prinzip reversibel ablaufen können. So, die Frage, wie entmischt man sowas? Wir stellen uns jetzt vor, wir hätten ein Sieb, was die eine Molekülsorte durchlässt und die andere Molekülsorte nicht durchlässt. Und zwar auf der linken Seite machen wir das folgendermaßen. Hier, ich zeichne das jetzt hier mal in blau. Wir machen jetzt hier ein Sieb. So, und dieses Sieb, das mache ich durchlässig für A, so dass ich am Ende auf der linken Seite die ganzen A-Moleküle habe. Das soll sein, also durchlässig für A. So, auf der rechten Seite, da sehe ich, muss ich auch was ändern. Ich werde jetzt den Kasten auf der rechten Seite so machen, dass die B-Moleküle entweichen können, aber die A-Moleküle bleiben. So, also hier kommt jetzt ein anderes Sieb hin. Das sei nur durchlässig für B. So, daraus bastel ich jetzt mir einen neuen Behälter, den ich da irgendwie so reinschiebe. So, was wird es passieren, wenn ich jetzt den zweiten Behälter nach rechts verschiebe? Dann können alle A-Moleküle bleiben auf der linken Seite, dem bleibt nichts anderes übrig, und alle B-Moleküle kommen auf die rechte Seite. Also, was passiert? Der Mischungsprozess, der soll jetzt losgehen, und im ersten Schritt werden wir zwei Behälter bekommen, in denen jetzt die Moleküle getrennt sind. Und zwar der Behälter, die beiden Behälter sind wieder so groß wie vorher. So, hier waren diese durchlässigen Siebe oder auch Diaphragma von mir aus. So, dann haben wir hier die vielen A-Moleküle und getrennt davon auf der rechten Seite die etwas wenigeren B-Moleküle. So, wir haben also die Trennung geschafft. Und die große Frage ist, wie groß war jetzt der Energieaufwand hier für diesen Schritt 1? Energieaufwand. So, und der Energieaufwand hier, der ist in der Tat 0. Ja, also dieser erste Schritt W1 hat den Energieaufwand 0.
So, warum ist das der Fall? Das schauen wir uns genau an. Dazu gehen wir nochmal zurück. Ich hatte jetzt hier diesen weiteren Behälter eingezeichnet, hier mit diesen beiden durchlässigen Dingern. Und wenn ich den nach links schiebe, was passiert? Die linke Seite, die linke Wand ist quasi blind für die Teilchen A. Die gehen da einfach durch. Das heißt, die linke Wand, die spürt von den Teilchen A keinen Druck, aber von den Teilchen B. Und außerdem wird, wenn ich jetzt das nach rechts schiebe, die rechte Wand, die bekommt von den Teilchen A keinen Druck mehr ab, denn die können nicht durch die gestrichelte Wand. Das heißt, nur noch die Teilchen B drücken auch gegen die rechte Wand von dem zweiten Behälter. Das heißt, der Druck ist links und rechts gleich groß. Wenn ich jetzt also diesen Behälter verschiebe, dann muss ich vielleicht zwar Arbeit leisten auf der einen Seite, bekomme die aber auf der anderen Seite gleich wieder zurück, da die Kraft durch den Druck gerade in die entgegengesetzte Richtung zeigt. Das ist quasi genauso, wie man für das Verschieben eines gefüllten Luftballons braucht man auch keine Energie, obwohl da die ganze Zeit Kräfte herrschen, aber die heben sich gerade alle auf. So, das heißt also, das Entmischen, das ist erstmal, auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob man dafür keine Energie benötigt. Aber was Sie jetzt sehen, ich habe hier jetzt das doppelte Volumen und ich möchte jetzt aber diese Volumina wieder zurückkriegen auf die gewünschte Größe, nämlich genau die gleiche Größe wie vorher. Ja, so sieht das aus. Und möchte aber natürlich diese Trennung hier haben. Das heißt, ich muss jetzt im nächsten Schritt den Behälter hier auf diese Größe zusammendrücken und diesen großen Behälter hier auf diese Größe zusammendrücken. So, und da steckt jetzt die Energie drin, die wir für diesen Prozess benötigen. Und das rechnen wir jetzt aus für den zweiten Schritt. Zweitens, jetzt geht es um eine isotherme Komprimierung oder Kompression. Isotherme Kompression. So, warum isotherm? Ich möchte, dass die Temperaturen gleich bleiben. Die Temperaturen der Gase jetzt sind auch noch gleich. Ja, an der mittleren Bewegungsenergie eines einzelnen Teilchens hat sich nichts geändert durch diese Verschiebung der beiden Behälter gegeneinander. Also soll die Temperatur gleich bleiben beim Zusammendrücken, also wird das Ganze isotherm komprimiert. So, und jetzt muss ich das Gas A, muss ich jetzt komprimieren, also den Teilbehälter A, glaube ich, wir mal das A noch rein und hier das B. So, also Kompression von A. Ich habe das Volumen V0 auf der linken Seite. Das soll übergehen in das Volumen V0 mal x, also kleiner, entsprechend dem Anteil der A-Moleküle. Und auch B soll komprimiert werden. Auch dort ist das Stadtvolumen V0 und es soll gehen in ein kleines Volumen, nämlich 1 minus x. Gut, das machen wir. Dazu rechnen wir jetzt die Arbeit aus für zunächst mal das Gas A. So, ich muss Arbeit gegen den Druck leisten. dW für eine kleine Verschiebung, Veränderung des Volumens, das ist also minus P dV. Und das P, das bekomme ich jetzt aus der idealen Gasgleichung. Es ist PV gleich Nü RT. Und in unserem Fall ist ja das Nü gerade die Anzahl der Teilchen im A-Behälter. Das ist P mal V x Nü 0 mal RT. So, damit komme ich jetzt in die nächste Zeile. Minus x Nü 0 RT durch V dV. So, jetzt weiß ich, wie viel Energie ich zusätzlich aufwenden muss, um eine Veränderung dV zu bekommen. Und das kann ich jetzt integrieren über die ganze Volumenveränderung. Also kommt raus, die Arbeit, die ich leisten muss, ist W für das Gas A gleich minus von V0 bis x V0 muss ich zusammendrücken. Und jetzt
Die Abhängigkeit des Drucks vom Volumen sieht so aus. P nü 0 RT durch V dV. So, 1 durch V integriert gibt den Logarithmus. Obere Grenze durch untere Grenze. Obere Grenze minus untere Grenze wird im Logarithmus ein Quotient im Argument. Also bekomme ich, das ist das gleiche wie minus x nü 0 RT Logarithmus von xv0 durch v0, also Logarithmus von x. So, das ist der erste Energiebeitrag. Und der zweite ist ganz analog, Gas B. Gut, da der Anteil ist jetzt statt x 1 minus x und die Kompression ist statt x auch 1 minus x. Ich muss also einfach in der Endformel das x durch 1 minus x ersetzen und ich bekomme WB ist gleich minus 1 minus x nü 0 RT Logarithmus von 1 minus x. Wenn wir jetzt WA und WB zusammenzählen, dann erhalten wir einen Ausdruck für die Entmischungsenergie. Entmischungsenergie Das ist also die Energie, die notwendig ist, um ein Gas zu entmischen. W, das hängt ab vom Anteil des einen Gases in dem anderen Gas, ist gleich. So, ich kann jetzt natürlich diesen Faktor nü 0 RT, den kann ich rausziehen, das Minuszeichen auch, ergibt minus nü 0, also die Stoffmenge des Gesamtgases. So, und jetzt kommen die Faktoren, wo die Logarithmen vorkommen. Das ist einmal x Logarithmus von x plus 1 minus x Logarithmus von 1 minus x. Eckige Klammer zu. Das ist die sogenannte Entmischungsenergie. Die merken wir uns schon mal. Das gilt jetzt für zwei Gase. Man kann ähnliche Ausdrücke finden für Mischungen von 2, 3, 4, 5, 6 Gasen. Und wenn man noch tiefer in die Thermodynamik einsteigt, dann findet man diesen Ausdruck auch sehr oft, und zwar in folgender Form. Gerade in Chemiebüchern findet man oft, dass die Änderung der freien Enthalpie in Abhängigkeit von dieser Mischung ist gerade minus W von X. Und warum ist das der Fall? Freie Enthalpie oder auch Gibbs-Energie. Nun zur Erinnerung, das hatten wir am Ende des ersten Semesters gemacht. Die freie Enthalpie war G gleich U plus P mal V minus TS. Wenn Sie sich das gemischte Gas und das entmischte Gas ansehen, dann stellen Sie fest, dass die Moleküle sich gleich schnell bewegen, egal ob es gemischt ist oder nicht. Das heißt, die innere Energie, die ist gleich geblieben. Das bleibt also gleich. Außerdem stellen Sie fest, dass P mal V ist auch das gleiche. Ja, die Volumina sind die gleichen, der Druck ist der gleiche. Das Einzige, was sich geändert hat, ist die Ordnung. Das entmischte Gas ist natürlich geordneter als das gemischte Gas. Das heißt, die Entropien unterscheiden sich. Das heißt, dieser Term hier, der ist dann unterschiedlich. Und der macht genau den Unterschied der Enthalpien. Und dieser Enthalpieunterschied, der entspricht genau der Energie, die man aufwenden muss, um von dem einen Zustand in den anderen Zustand zu kommen. Deswegen taucht diese Mischungsenthalpie, die taucht gerade eben in der Enthalpie auf. Das hätte nicht geklappt für andere thermodynamische Potenziale, wie eben zum Beispiel nur die innere Energie oder die freie Energie, sondern das klappt am besten mit der sogenannten freien Enthalpie. So, das heißt, Sie können jetzt auch dieses minus Delta Wx können Sie auch interpretieren, einfach, beziehungsweise hätten Sie auch anders ausrechnen können,
indem sie einfach die Entropiezunahme irgendwie bestimmen und das Ganze multiplizieren mit der Temperatur. Das heißt, jede Zunahme von Entropie kann man im Prinzip rückgängig machen, aber das kostet Energie und diese Energie ist gerade die Entropie mal der Temperatur, bei der sie diese Entmischung, diese Entropieabnahme durchführen wollen. Gut, jetzt haben wir die grundlegende Formel hergeleitet und jetzt können wir uns wieder an CO2-Entfernung aus der Atmosphäre machen. Und zwar, wir würden gerne wissen, wie viel Energie braucht man denn, um aus der ganzen Atmosphäre so viel CO2 zu entfernen, dass wir wieder auf den Wert von 1900 zurückkommen. Das ist jetzt also unsere nächste Aufgabe. Frage Entfernung, Energie, um Anteil von CO2 von x aus dem Jahr. Ich nehme jetzt den Referenzwert vom letzten Jahr, da war das ein Anteil von 415 ppm, also Parts per Million, das schreibe ich gleich mal ein bisschen wissenschaftlicher, 4,15 mal 10 hoch minus 4. Das ist der Wert von 2020, um den zurückzubekommen auf den von 1900, also am Anfang der Industrialisierung, da waren das noch 3,0 mal 10 hoch minus 4. So, wie viel Energie braucht man? Nun, dazu brauchen wir auf jeden Fall die Stoffmenge an Molekülen, die es in der Atmosphäre gibt. Die wollen wir jetzt kurz mal abschätzen. Wir sagen, die Atmosphäre sei ungefähr bei Normalbedingungen. Und wenn wir das Volumen der Atmosphäre kennen, dann können wir auch ungefähr abschätzen, wie viele Moleküle das sind. Und deswegen erinnern wir uns zunächst mal an das sogenannte molare Volumen eines Gases bei Normalbedingungen. Molares Volumen eines, das dann eben idealen Gases, eines Gases bei Normalbedingungen so, und die Größe, die hatten wir schon mal, das ist nämlich folgendermaßen, man bezeichnet das als V-Index klein m, das sind 22,4 Liter pro Mol, 22,4, und Liter schreibt man natürlich als Kubikmeter, also mal 10 hoch minus 3 Meter hoch 3 pro Mol. Gut, jetzt, wenn jetzt überall der Druck in der Atmosphäre gleich wäre, dann könnten wir das sofort abschätzen, wenn wir die Dicke der Atmosphäre wüssten. Das Dumme ist, die Atmosphäre, die hat keine so richtig definierte Dicke, denn je weiter man nach oben kommt, dann findet man immer noch Luftmoleküle, eben weniger. Und die Moleküle nehmen aber ungefähr exponentiell ab. Und wie die exponentiell abnehmen, das kann man sich klar machen, indem man sich den Luftdruck anguckt, denn der ist ungefähr proportional zur Anzahl der Moleküle pro Volumen. Und man kann jetzt im Internet nachgucken und findet dort, dass auf 8000 Metern Höhe ist der Luftdruck ungefähr auf 1 durch E abgefallen. Das werden wir jetzt gleich ausnutzen. Der Luftdruck nimmt bei einer Höhe von 8000 Metern auf 1 durch E ab. So, und jetzt können wir uns angucken, wenn der Luftdruck so abnimmt, dann nimmt auch die Anzahl der Moleküle ab. Das heißt, die Anzahl der Moleküle, die wir haben in der Atmosphäre, wenn die mit E hoch minus X durch H abnimmt, nicht H quer, H, dann kommt ja Folgendes raus, das kann man integrieren. Da kommt raus minus h, dann Stammfunktion e hoch minus x durch h von 0 bis unendlich ist gleich h. Das heißt also, die
wenn man die Moleküle, die in der Atmosphäre waren, deren Dichte nimmt ungefähr so ab. Und wenn man das aber integriert, stellt man fest, das entspricht gerade einer Rechteckbox, die diese Länge hier hat. Ja, das heißt, wir können einfach sagen, die Atmosphäre hat effektiv eine Dicke von 8000 Metern bei Normaldruck, hat genauso viele Teilchen wie eine 8000 Meter dicke Atmosphäre hätte, die überall Normaldruck hat. Also können wir jetzt sofort ausrechnen, die Anzahl der Moleküle in der Erdatmosphäre. Daraus folgt Moleküle in Atmosphäre. So ungefähr jedenfalls ist das richtig. Nü 0 ist gleich dem Volumen der Erdatmosphäre. Das ist natürlich 4 Pi mal der Erdradius zum Quadrat mal jetzt der effektiven Dicke, und das war eben gerade h. So, das ist das Volumen dividiert durch das Molvolumen bei Normalbedingungen, und wir bekommen einen Ausdruck, den wir gleich weiterverwenden können. So, jetzt, also falls Sie das nachrechnen wollen, der Erdradius, den gebe ich Ihnen noch an, das sind 6370 Kilometer. Molvolumen hatte ich Ihnen schon gegeben. Jetzt schauen wir uns an, was kostet also Carbon Capture? Was ist die Energie für Carbon Removal? Gut, dazu brauchen wir nichts mehr. Gut, ich sage Ihnen jetzt, ich habe das hier für 300 Kelvin gerechnet. Und in der Gleichung oben kam auch noch die allgemeine Gaskonstante vor. R gebe ich Ihnen auch nochmal an, damit Sie es nachrechnen können. R sind gleich 8,13 Joule pro Mol und Kelvin. So, und jetzt wird es spannend. Jetzt können wir das nämlich ausrechnen. Also, die Energie für Carbon Removal ist gleich die Energie, die die Entmischung kosten würde, von 2020 komplett zurückgängig zu machen. So, jetzt haben wir zu viel gemacht, denn das wäre jetzt die Energie, die man für die Entmischung bräuchte, für die komplette Entmischung, also alles CO2 trennen von O2 und N2. Das wollen wir ja gar nicht, sondern wir kriegen wieder Energie zurück, wenn wir das sich wieder ein bisschen mischen lassen, nämlich auf den Wert von 1900. So, die Werte hatte ich Ihnen auch schon angegeben. Jetzt können wir das alles einsetzen. Was dann rauskommt, ist eine Zahl: 4,1 mal 10 hoch 20 Joule. So, das ist jetzt erstmal ein schönes Zwischenergebnis. Machen wir mal ein Kästchen drumherum. Also, um auf den Wert des CO2-Anteils in der Atmosphäre von 1900 zurückzukommen, brauchen wir 4,1 mal 10 hoch 20 Joule. Mindestens, wenn wir einen idealen, reversiblen Prozess haben. Ich muss gleich dazu sagen, solche Prozesse gibt es nicht. Die besten Prozesse für Removal, die man heutzutage kennt, sind Faktor 15 ungefähr schlechter. Also, trotzdem, um jetzt diese Zahl hier mal einordnen zu können, schauen wir uns mal an, wie das im Vergleich ist zum jährlichen globalen Verbrauch an elektrischer Energie. Vergleiche. Jährlicher globaler Verbrauch an elektrischer Energie. So, und den Wert habe ich im Internet gefunden, der stammt aus dem Jahr 2017. So, also elektrische Energie pro Jahr ist gleich. Kommt folgende Zahl raus: 22.347 Terawattstunden pro Jahr. Das war im Jahr 2017. Tendenz steigend, ungefähr 2 bis 3% im Jahr. Gut,
Terawattstunden, die wollen wir jetzt in Joule umrechnen, denn hier oben hatte ich da das auch in Joule angegeben. Wenn man das in Joule umrechnet, machen wir uns klar, dass ein Watt mal Sekunde ist ein Joule, eine Stunde sind 60 mal 60 Sekunden. Also bekommen wir, wenn wir das ausrechnen, 8,0. Jetzt kommt die spannende Zahl, mal 10 hoch 19 Joule pro Jahr. So, das heißt also, die gesamte elektrische Energie, die auf der Erde verbraucht wurde, im Jahr 2017, würde nicht reichen, um mit einem idealen Prozess, wohlgemerkt, den Wert von 1900 an CO2 in der Atmosphäre wiederherzustellen. Wir rechnen mal kurz aus, nur ein Beispiel, Annahme. Wir hätten einen Prozess, der 10% effizient ist, was besser ist als alles, was es bisher gibt. Annahme, 10% Effizienz. So, und außerdem können wir natürlich nicht die gesamte elektrische Energie, die wir auf der Erde zur Verfügung haben, für Carbon Removal benutzen. Also benutzen wir nur 10%. Und 10% für Carbon Removal heißt also, dass wir einen Faktor 100 mehr brauchen als im idealen Fall. Daraus folgt die Zeit, die das dauert. T ist gleich 100 mal. Ja, das kommt durch diese beiden 10% zustande. Und dann einfach die Energie für Carbon Removal dividiert durch die elektrische Energie pro Jahr. So, wenn wir das machen, dann muss eine Einheit in Jahren rauskommen und das sind 500 Jahre. So, und das ist nur, um das wieder zurückzukriegen, was bis 2020 in die Atmosphäre gepustet wird, dass wir die ganze Zeit natürlich noch weiter CO2 in die Erde in die Erdatmosphäre entlassen, ist hier noch gar nicht mitgerechnet. Ja, zum Schluss schauen wir uns jetzt noch an, was man tun müsste, um den jährlichen Ausstoß an CO2 quasi wieder rückgängig zu machen. Der jährliche Ausstoß, der nimmt natürlich auch zu. Ich nehme jetzt ein bisschen veralteten Wert, jährlicher Ausstoß. An CO2. Ja. Die Zahl hört man öfter mal in den Nachrichten, das sind ungefähr 36 Gigatonnen im Jahr. Und jetzt die Frage, ja, wie viel Energie kostet das? Dazu wollen wir uns jetzt mal kurz die Energie ausrechnen, die Mindestenergie ausrechnen, die notwendig ist, um eine Tonne zu entfernen. Also Entmischungsenergie. Für eine Tonne CO2. Ja, da können wir einfach die Zahlen verwenden, die wir schon haben. So, wir haben also zunächst mal die Energie ausgerechnet für die Entfernung von einer bestimmten Menge CO2 aus der Atmosphäre. Und das beziehen wir jetzt auf diese Menge in Kilogramm. Dazu starten wir mit der Molzahl aller Moleküle in der Luft. Davon brauchen wir jetzt natürlich nur das, was wir auch entfernen wollen. Das wäre jetzt also der Anteil von 2020 minus dem Anteil von 1900. Das hieß nicht Alpha, sondern X. So, und das Ganze multipliziert mit der Molmasse von einem Molekül CO2. Das schreibe ich so. Groß M von CO2. Und wir machen uns klar, Groß M von CO2, das sind 44,01 Gramm pro Mol. Ja, zum Vergleich, ein Mol Kohlenstoff, das waren ja 12 Gramm. Jetzt haben Sie hier natürlich diese drei Atome C, O und nochmal O. Die machen dann eben ungefähr 44 Gramm pro Mol aus. Und wenn wir das ausschreiben, dann kommt hier raus, das sind 440 Megajoule pro Tonne.
Und oftmals, wenn man was darüber liest, findet man diese Angabe auch in Kilowattstunden pro Tonne. Das wären also in etwa 120 Kilowattstunden pro Tonne. So, zum Vergleich, 120 Kilowattstunden, was muss ich mir darunter vorstellen? Ein typischer Haushalt mit zwei, drei Personen, der verbraucht in Deutschland etwa 3000 Kilowattstunden pro Jahr. Also Vergleich. Typischer Haushalt. Tausend Kilowattstunden pro Jahr. Ja, wenn man jetzt sich klar macht, dass dieses Entfernen von der einen Tonne natürlich nicht mit einer kompletten Effizienz stattfindet, sondern vielleicht nur mit 10%, ja, dann wären Sie es hier schon bei 1200 Kilowattstunden. Das heißt, so ein normaler Haushalt, der würde vielleicht gerade mal so, wenn man dessen Energie nehmen würde, dann würde der gerade mal 3 Tonnen CO2 im Jahr aus der Atmosphäre ziehen können. Das ist nicht viel, wenn man sich Folgendes klar macht. Der jährliche Ausstoß sind ja 36 Gigatonnen und wir haben ungefähr, naja, 7, 8 Milliarden Menschen auf der Erde. Das heißt, dann kommen Sie vielleicht bestenfalls auf sowas wie 5 Tonnen pro Mensch. Und wenn jetzt ein Haushalt eben nur 3 Tonnen entfernen kann mit der ganzen Energie, die er im Haushalt verbraucht, dann müsste also diese Familie schon ganz schön Geld zusammenlegen, um diese Entfernung von CO2 aus der Atmosphäre zu bezahlen. Das heißt, CO2-Entfernung aus der Atmosphäre ist tatsächlich ein sehr, sehr großes Problem und es ist deswegen verständlich, warum Elon Musk jetzt Preise aussetzt für Firmen, die bereit sind, sich zu überlegen, wie man denn das schaffen könnte, das CO2 zu entfernen. Und wir müssen uns vielleicht noch mal ganz klar machen, was wirklich diese Anforderungen an die Energie sind. Und zwar stellen Sie sich vor, die Energie zur Entfernung für diese 36 Gigatonnen ist folgendermaßen: Energie für jährliche Entfernung. Und ich rechne nur mit den 36 Gigatonnen, das sind nicht die 40 Gigatonnen, die wir eigentlich heutzutage schon haben. Jährliche Entfernung. Das wäre für einen idealen Prozess, wären das etwa 1,5 mal 10 hoch 19 Joule pro Jahr. Und wenn wir jetzt nur 10% Effizienz haben, was ein Prozess ist, der so gut ist, dass es ihn noch gar nicht gibt, ja, also das ist noch optimistisch abgeschätzt, dann sind wir schon bei 1,5 mal 10 hoch 20 Joule pro Jahr. Das ist schon mehr als die verfügbare elektrische Energie. Das waren ja, wie Sie oben gesehen haben, 0,8 mal 10 hoch 20 Joule im Jahr. Das heißt also, wir haben gar nicht genug Energie, um wirklich CO2 industriell zu entfernen. Das heißt, wenn man wirklich CO2 reduzieren will, dann gibt es einige Imperative. Wenn man CO2 reduzieren will, und zwar aus der Atmosphäre heraus. Ja, meiner Meinung nach muss man ganz dringend das Verbrennen von fossilen Brennstoffen stoppen. Erstens, Stopp Nutzung fossiler Brennstoffe. Ja, man wird nicht drum rumkommen, wirklich CO2 aktiv aus der Atmosphäre zu entfernen, also industrielles Carbon Removal. Gibt es auf ganz kleinen Skalen schon. So, Sie haben gesehen, der Energiebedarf nur für das Carbon Removal geht über das hinaus, was überhaupt an elektrischer Energie auf der Erde zur Verfügung steht. Das heißt, wir müssen unbedingt neue Kraftwerke bauen, und zwar
CO2-neutrale, also Ausbau erneuerbarer Energien. Also Sonne, Wind. Und zwar möglichst an den Stellen, wo auch CO2 aus der Luft rausgezogen werden soll. Das wird gerade an den Stellen sein, wo man CO2 dann auch speichern kann. Und die USA haben schon vor über 10 Jahren eine Studie gemacht, wo bei ihnen man im Land CO2 unterirdisch speichern kann. Dazu braucht man porösen Boden, wo man das reindrückt, und dann darüber eine Sperrschicht, die dort natürlicherweise schon vorkommt. Also Erschließung von unterirdischen CO2-Speichern. Also in Florida zum Beispiel scheint das wohl gut zu gehen. Genau, und genau an diesen Stellen müssen dann auch die Kraftwerke stehen. Ja, dort wird die Energie produziert. Luft gibt es überall, das heißt, wo man das CO2 dann rauszieht, ob das jetzt in der Wüste oder am Nordpol oder sonst wo ist, das spielt keine Rolle. Hauptsache ist, dass man dort sehr gut Energie findet, also zum Beispiel eben Sonnenenergie, also wenig Wolken, viele Sonnenstunden, kräftige Sonne und möglichst eben auch vielleicht noch eine Infrastruktur, sodass man diese Anlage auch gut unterhalten kann. So, ich habe es hier die ganze Zeit über eine industrielle Entfernung von CO2 gesprochen. Warum soll man eigentlich nicht das mit Bäumen machen lassen? Jeder Baum, der wächst, der holt sich CO2 aus der Luft, und dieses CO2 ist dann irgendwie in dem Holz gespeichert, und wenn man das Holz irgendwo lange lagert, dann ist es eben auch weg aus der Atmosphäre. Aber ich werde Ihnen gleich zeigen, dass das bei weitem nicht ausreicht. Warum nicht Bäume wachsen lassen? Ja, schauen wir uns an. Heutzutage haben wir eine ganze Menge CO2 in der Luft heute. M gleich 3,0 mal 10 hoch 15. Jetzt muss ich aufpassen, Kilogramm, kann das sein? Ja, Kilogramm CO2 in der Atmosphäre. So, wenn wir davon jetzt den Anteil entfernen wollen, der seit 1900 dazugekommen ist, dann ergibt es eine neue Zahl. Also Entfernung von MC, also alles, was dazugekommen ist seit 1900. Sieht folgendermaßen aus. Damit meine ich jetzt nur die Masse vom Kohlenstoff, also ohne das O2. Ist also 1 minus der Wert von 1900 durch den Wert von Jahr 2020 mal der Masse, die ich da oben hingeschrieben habe. Und jetzt noch kommt hier noch das Molverhältnis, denn jetzt interessiere ich mich nicht für das CO2, sondern für den reinen Kohlenstoff. Dann kommen wir auf 0,23 mal 10 hoch 15 Kilogramm Kohlenstoff entspricht das. Ja, also wenn Sie, keine Ahnung, Graphit verbrennen, reiner Kohlenstoff, dann müssten Sie quasi 0,23 mal 10 hoch 15 Kilogramm verbrennen, und dann haben Sie das in die Luft geblasen, was wir über fossile Brennstoffe in die Luft an Kohlenstoff geblasen haben. So, diese Masse ist also interessant, und das ist die Masse, die wir eigentlich wieder aus der Atmosphäre rauskriegen wollen, um ins Jahr 1900 zurückzukommen, CO2-technisch. Und jetzt vergleichen wir das mal mit der Masse an Pflanzen, und die habe ich aus einer Veröffentlichung von vor ein paar Jahren genommen.
finden Sie auch als Referenz in dem Paper, was ich noch verlinkt habe, oder der kleinen Zusammenstellung, alle Pflanzen der Erde beinhalten heute circa, das nenne ich jetzt mal M Pflanzen, 0,45 mal 10 hoch 15 Kilogramm Kohlenstoff. So, wenn Sie also das, was seit 1900 in die Luft geblasen wurde, wieder binden wollen in Pflanzen, dann müssen Sie die Pflanzen, die wir zurzeit zur Verfügung haben, um 50% erweitern. Woher sollen die plötzlich kommen? Ja, es gibt auf der Erde relativ wenig Platz, um noch mehr anzupflanzen. Überall dort, wo man was anpflanzen kann, hat man das gemacht. Und selbst da, wo noch natürliche Regenwälder oder sowas sind, da werden die nicht zusätzlich noch rangepflanzt, sondern im Gegenteil, da werden die abgeholzt. Also, woher sollten 50% mehr Pflanzen kommen? Eine weitere Rechnung, die ich Ihnen jetzt nicht zeigen werde, hatte ich mal gemacht für Bambus. Bambus wächst relativ schnell und stellt auch dann einen Werkstoff dar, der sehr viel Kohlenstoff bindet und auch lange lagerbar ist. Wenn man jetzt sich anguckt, wie viel CO2 jährlich in die Atmosphäre geblasen wird und wie viel man davon in Bambus wieder einfangen wollte, dann bräuchte man einen Bambuswald, der ungefähr 33 mal die Größe von Deutschland hat. Also auch das ist keine Möglichkeit. Es gibt natürlich große Bambusplantagen, aber man kann nicht zusätzlich jetzt plötzlich Bambusplantagen von der Größe von 30 mal Deutschland irgendwo neu errichten. Das ist vollkommen ausgeschlossen. Das heißt, meine Schlussfolgerung wäre tatsächlich, man braucht auf jeden Fall industrielles Carbon Removal und einen extremen Ausbau an erneuerbaren Energien, möglichst natürlich an Stellen, wo das einfach möglich ist, also in der Wüste zum Beispiel. Wenn man dann in der Wüste die Möglichkeit hätte, CO2 zu speichern, wäre das quasi ideal. Aber man muss auch bedenken, in der Wüste braucht man dann auch einen Staat, in dem die Menschen leben können, die dort arbeiten. Das sollte einer sein, der möglichst sozusagen stabil ist, sodass das Unternehmen dort auch sicher investieren kann.